Schmack hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und ich dachte echt, wir lernen auch so Geschichten. Leider nein, und mit Erschrecken wird mir klar, alles Verschwörungstheorie, aber fast alles wurde wahr. Wisst ihr noch, nur 2 Wochen, um die Kurve zu flachen. Und Widerspruch gefährdete die Alten und Schwachen. Wisst ihr noch, nur 2 kleine Piekser, dann wird alles wieder so, wie es einmal war, doch leider war auch das ein Griff ins Klo. Sie haben gelogen und sich die Taschen voll gemacht und ganze Branchen an den Rand der Existenz gebracht. Ist doch kein Wunder, wenn euch keiner mehr glaubt. Tausende Betten mitten in der Krise abgebaut. Und sie sagten auch, niemand wird hier Geld verdienen. Doch die Pharmaindustrie macht einen Milliardengewinn. Wisst ihr noch, in diesem freien Land gibt es keinen Zwang. Doch jeder, der nicht mitmacht, ist ein Teil vom Untergang. Faktenchecker und die Medien betreiben Propaganda. Und die Gesellschaft driftet weiter auseinander. Wir wollen die Guten sein, der Rest sind die Schlechten. Die gilt es zu ächten im Kampf der Gerechten. Und das bloß keiner von euch hier den Protest wagt. Das ist keine Talkshow, Mann, das ist eine Hetzjagd. Herzlich willkommen in dieser ekelhaften Dystopie. Rest in Peace, Demokratie. Lockdown kickt, das ist Triage, ich bring Rap wieder den Inhalt zurück. Die neue Normalität, neue Normalität. Nichts gewusst, obwohl das Blut an dir klebt. Ist das krank? Nein, nur die neue Normalität. Wisst ihr noch, als Politiker Profil hatten? Ja, ich weiß, lange her bei all den Schmierlappen. Spielen sich als moralische Instanzen auf. Wir fälschen Impfpässe und ihr euren Lebenslauf. Wisst ihr noch, als der Ethikrat die Ethik mit Füßen trat? Und wie es scheint, alles vereinbar mit dem Rechtsstaat. Wisst ihr noch, als man die Schauspieler mit Dreck bewarf? Weil man bestimmte Dinge heute nicht mehr sagen darf. Wisst ihr noch, als immer mehr Menschen erkrankten an Depressionen, Einsamkeit und Suizidgedanken? Ich weiß auch ganz genau, ich hielt's nicht mehr aus. Also habe ich mir einfach diese Maske gekauft. Wisst ihr noch, auf den Straßen all die Demonstranten wurden pauschal hingestellt als rechte Querulanten. Doch auch wer Zeilen aus dem Grundgesetz an Wände schreibt, wird als Schwurbler diffamiert zur besten Sendezeit. Seht ihr das? Anstatt dem Politikversagen geht es heute ungeimpften Menschen an den Kragen. Wie empathielos sind nur unsere Minister. Das geht auch raus an all meine geimpften Geschwister. Es gab mal Hoffnung, du hast mir vertraut, sagt O'Brien zu Winston und dann lacht er ihn aus. Nein, Herr Kretschmer, wir gefährden nicht die Demokratie, sondern Menschen wie Sie. Lockdown kick, das ist Triage, ich bring Rap wieder den Inhalt zurück. Die neue Normalität, neue Normalität. Nichts gewusst, obwohl das Blut an dir klebt. Ist das krank? Nein, nur die neue Normalität. Geschichten. Leider nein, und mit Erschrecken wird mir klar, alles Verschwörungstheorie, aber fast alles wurde wahr. Wisst ihr noch, nur 2 Wochen, um die Kurve zu flachen und Widerspruch gefährdete die Alten und Schwachen. Wisst ihr noch, nur 2 kleine Piekser, dann wird alles wieder so, wie es einmal war, doch leider war auch das ein Griff ins Klo. Sie haben gelogen und sich die Taschen voll gemacht und ganze Branchen an den Rand der Existenz gebracht. Ist doch kein Wunder, wenn euch keiner mehr glaubt. Tausende Betten mitten in der Krise abgebaut. Und sie sagten auch, niemand wird hier Geld verdienen. Doch die Pharmaindustrie macht einen Milliardengewinn. Wisst ihr noch, in diesem freien Land gibt es keinen Zwang. Doch jeder, der nicht mitmacht, ist ein Teil vom Untergang. Faktenchecker und die Medien betreiben Propaganda. Und die Gesellschaft driftet weiter auseinander. Wir wollen die Guten sein, der Rest sind die Schlechten. Die gilt es zu ächten im Kampf der Gerechten. Und das bloß keiner von euch hier den Protest wagt. Das ist keine Talkshow, Mann, das ist eine Hetzjagd. Herzlich willkommen in dieser ekelhaften Dystopie. Rest in Peace, Demokratie. Die neue Normalität, neue Normalität. Ich werd verrückt, wenn der Lockdown kickt, das ist Triage. Ich bring Rap wieder den Inhalt zurück. Die neue Normalität, neue Normalität. Nichts gewusst, obwohl das Blut an dir klebt. Ist das krank? Nein, nur die neue Normalität.
Wisst ihr noch, als Politiker Profil hatten? Ja, ich weiß, lange her bei all den Schmierlappen. Spielen sich als moralische Instanzen auf. Wir fälschen Impfpässe und ihr euren Lebenslauf. Wisst ihr noch, als der Ethikrat die Ethik mit Füßen trat? Und wie es scheint, alles vereinbar mit dem Rechtsstaat. Wisst ihr noch, als man die Schauspieler mit Dreck bewarf? Weil man bestimmte Dinge heute nicht mehr sagen darf. Wisst ihr noch, als immer mehr Menschen erkrankten an Depressionen, Einsamkeit und Suizidgedanken? Ich weiß noch ganz genau, ich hielt's nicht mehr aus. Also habe ich mir einfach diese Maske gekauft. Wisst ihr noch, auf den Straßen all die Demonstranten wurden pauschal hingestellt als rechte Querulanten. Doch auch wer Zeilen aus dem Grundgesetz an Wände schreibt, wird als Schwurbler diffamiert zur besten Sendezeit. Seht ihr das? Anstatt dem Politikversagen geht es heute ungeimpften Menschen an den Kragen. Die empathielos sind nur unsere Minister. Das geht auch raus an all meine geimpften Geschwister. Es gab mal Hoffnung, du hast mir vertraut, sagt O'Brien zu Winston und dann lacht er ihn aus. Nein, Herr Kretschmer, wir gefährden nicht die Demokratie, sondern Menschen wie Sie. Der Lockdown kickt, das ist Triage, ich bring Red wieder den Inhalt zurück. Die neue Normalität, neue Normalität. Nichts gewusst, obwohl das Blut an dir klebt. Ist das krank? Nein, nur die neue Normalität. Bad guy.